und chillen. Nein. Heute ist B-Boying-Tag. Heute wird es hässlich, deswegen der Stuhl. Der Lehrer wird immer sehen, vielleicht zum Abstützen. Wir gucken wieder. Fersen auf den Boden, Oberkörper so aufrecht wie möglich. Das wird uns nicht ganz gelingen, sage ich gleich. Ihr geht runter in die Kniebeuge bis zur Parallelen und dann guckt ihr mal, dass ihr hier den Fuß vorsetzt. Nehmt den wieder zurück, kommt hoch. Und dann die andere Seite. Ja, ihr bleibt in der Parallelen, tippt kurz hier an und dann kommt ihr wieder hoch. Wer das nicht kann, der hält sich am Stuhl fest. Das heißt, ihr geht runter, haltet euch am Stuhl fest und ihr guckt, ihr könnt auch einen Tisch nehmen, dass das nicht rutscht. Ja, aber bitte nicht, dass ihr sagt, ich gehe so weit und tippt dann vor. Dann haltet euch wirklich irgendwo an den Tisch fest und nehmt den Stuhl wieder nach vorne hin, dass ihr sagt, okay, ich habe hier in irgendeiner Art und Weise was, wo ich mich dann festhalten kann. Aber geht irgendwie so tief wie möglich in die Nähe der Parallele, Oberschenkel parallel zum Boden. Okay, und guckt mal hier auch BZV bis zum Versagen. Gehen wir im Wechsel, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Eine Minute Pause, 5 bis 15 Durchgänge. Seid achtsam, geht es ruhig an, aber gebt alles, was ihr habt. Viel Spaß, schönes Wochenende.